Schemmerschli, bitte mal willkommen zurück zu einer Folge Backen. Hier ist eine Folge, schön, wir Hühnchen auf den Arsch. Aber ja, zuerst spielen wir eine Runde Undertale weiter. So, letzten Folge haben wir den Neutral Run abgeschlossen. Und jetzt müssen wir zurückgehen. Dann sollte etwas ganz Schmerzes passieren. Oh, falls ihr was im Hintergrund hört. Das ist meine Katze. Hier, komm, Kitty, sag was ins Mikrofon. Komm, komm. Oh, ich habe keine Ahnung, ob ihr das gehört habt. Aber eventuell habt ihr das. Und dann wisst ihr, wie sich eine Katze anhört. Oh yeah. Oh, final bestes Lied. Na, wer hat dieses Thema erkannt? So. Ich hab keine Ahnung, wie weit wir zurück laufen müssen. Ich hab nicht mehr Erinnerung, Leute. Na gut, wir gehen einfach mal in Richtung Olfis, weil das hat uns der oder die oder ja der Flowey ja eigentlich schon gesagt, deshalb mal, würde ich mal sagen. So. Sollte da gleich auch was passieren? So, ey, ab hier! Na gut, egal. So. Immer diese kleinen benannten Schwestern wären, die Katzen mitnehmen. So, dann jetzt hier weiter. Oh, hier ist keine Musik, voll traurig. Ja. Na, kommen wir den Anruf noch? Das ist jetzt aber ärgerlich. Oh yeah. Verarsch mich, ich hab das Spiel schon mal jetzt. So, Ring. Hey, hier ist Undyne. Hackfresse Papyrus, das war deine Idee. Mensch, du musst etwas für mich ausliefern. Bitte? Ich bin Snowden vor Papyrus' Haus. Seh dich, Punk! Okay, dann gehen wir da mal hin. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg zu Fuß gehen. Wir haben jetzt hier die Aufzüge. Also ist nicht der vorne den Aufzug, sondern den ganz anderen Aufzug. Guck mal, Leute. Jetzt haben wir hier, oh yeah, den R3-Aufzug. Bam! Und jetzt sind wir voll in die Fresse von dem Ding gelaufen. So, Left Row 1. Vielleicht bekommen wir jetzt auch endlich von der Bootsfrau dort die Nachricht, die ich will. Weil es ist auch eines der letzten Sachen vom Gaster Mysterium. Die anderen Sachen noch sind so Sachen, da habe ich keinen Bock reinzugehen. Da werde ich euch dann sagen, vielleicht am Ende des Let's Plays, was da kommt. Jojo, nach Snowden. Dann los geht's. So, yay, wir haben wieder die reitende Katze. Uhu. So, und? 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 Tralala. Das Wasser ist heute wild. Das bedeutet gutes Glück. Okay, schade. Doch nicht. Nachricht. So. Na? So. Kommen wir mal wieder. Tralala. Dann gehen wir nach unten. Oh yeah. Nicht gegen die Bäume rennen. Das tut weh. So, le brave. Und hier jetzt. Hier, Papyrus' Haus. So, reden wir mal zuerst mit ihm. Es sieht so aus, als hätte Undyne etwas für dich. Sie ist diese Person, nicht ich. Können wir doch mal mit dir reden? Okay, schade. Dann hier. Also, ich habe eine Bitte, um die ich dich fragen muss. Ich möchte, dass du mir diesen Brief überbringst. Zu Dr. Elfis. Hä? Warum ich das nicht selber tue? Ja. Oh, das Gesicht gerade. Es ist ein bisschen persönlich, aber wir sind Freunde, also... Ich werde es sagen. Hotland ist scheiße. Ich will da nicht rübergehen. Also, hier, los geht's. Okay, wir haben Undynes Brief bekommen. Oh, und wenn du es liest, werde ich dich umbringen. Da, vielen Dank. Du bist der Beste. Können wir jetzt hier bitte sagen, Jusen? Oh mein Gott. Ich werde dich umbringen. Und hier jetzt Infos. Undynes Brief. Ein einmaliger Brief, welcher geschrieben ist für Dr. Elfis und droppen. Hey, werf es nicht weg. Bring es einfach nur hin. Okay, dann jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt gibt es hier noch etwas Witziges. Hier gibt es jetzt noch einen anderen Dialog. Du versuchst, den Brief zu öffnen, aber er ist so stark geschlossen, dass du eine Kettensäge bräuchtest, um ihn zu öffnen. Jetzt hier, wenn wir jetzt den versuchen zu droppen. Trotzdem, was nach einem, was sinnvoll wäre, wirfst du den Brief weg. So, jetzt müssen wir noch mal gerade zu anderen gehen. So, hier.
Was? Du hast den Brief verloren? Was zur Hölle? Wie? Warum? Ugh, das ist unglaublich. Ich sollte jetzt wirklich enttäuscht nicht sein, aber, um dir die Wahrheit zu sagen, ich bin etwas erleichtert. Während du weg warst, habe ich einen viel besseren Brief geschrieben. Und dieses Mal wirst du nicht verlieren. Ich garantiere es. Du hast an deinen Brief... du hast an deinen Brief für bekommen, die überarbeitete Version. Können wir ihn jetzt nochmal... Okay, wieder dasselbe. Jetzt hier. Da, hier, Info. An deinen Brief EX. Einmaliger Brief. Nee, einmalig. Es hat... Werf's nicht weg, da drauf geschrieben. Ja, und wenn wir jetzt versuchen, es zu droppen, dann passt auf. Der Brief ist zu stark, um weggeworfen zu werden. Es wird besser für dich. Okay. Warte, dann gucken wir mal hier, was Dimensional Box A. Können wir ihn da reintun? Geht das? Wartet, und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir sie ansprechen. Okay, schade. Das wird immer noch rekogniert, dass wir das haben. Okay. So. Dann gehen wir mal zu Dr. Ulfus. Oh Gott, ich habe wieder Angst vor ihrer Stimme, die ist so grausig. Dann hier jetzt nach oben, hier ist der Boot. Talala, möchtest du herumfahren? Natürlich reiten wir im Boot. Worum geht's heute? Wir gehen ins Hotland. Dann los geht's. Warte, ich muss hier kurz schneiden. Weiter geht's, Leute. So, dann hier jetzt. Bitte gib uns Nachricht, die wir alle wollen. Wir sind sehr gespannt und möchten sie hören. Streichel, streichel, streichel. Der Nacken dehnt sich unendlich in den Kosmos. Keine Sorge darüber. Okay, wir wissen, an wen das angelehnt war, aber es war nicht die Nachricht, die wir wollten. Auch wenn die extrem genial war. Wasser, die Essenz des Lebens. Kommen irgendwann wieder. Tralala! Oh, das war unerwartet. Wie sagst du? Boah. Du bist voller Überraschung, Bootsfrau. Weißt du das? Oh, die Tür ist abgeschlossen. Die Tür hat keinen Briefslot. Möchtest du den Brief einfach drunter sein? What the fuck, no? No. Du. Was? Du hältst den Brief lieber noch eine Weile warm. What the fuck? Lässt den Brief unten drunter sliden und gibst der Tür einen Knock. Oh nein, es ist ein anderer Brief. Ich habe jetzt eine neue Alpha-Stimme. Ich möchte ihn nicht öffnen. Kann ich ihn nicht einfach wieder rausschieben? Nein, ich kann das nicht tun. Diesen hier werde ich lesen. Er ist ein wenig stark geschlossen, oder? Warte eine Sekunde. hey, wenn das ja ein Scherz ist, es ist... oh mein Gott! Hast du das hier geschrieben? Es war nicht signiert. Also, ich hatte keine Idee, wer... Oh mein Gott! Oh nein! Das ist so süß! Und ich hatte keine Ahnung, dass du auf diese Art schreiben kannst. Es ist auch überraschend, nach all dem abartigen Zeug, das ich dir antat. Hä, ist das ein ein Freundschaftsangebot oder so, Waffenstillstand? Ich verdiene es mir nicht, dass mir vergeben wird. Viel weniger, das... Worüber redest du? So leidenschaftlich auch. Geht es um Papyrus Spaghetti? Du weißt was? Okay, ich werde es tun. Es ist das Wenigste, was ich dafür tun kann für dich. Ja, gehen wir auf ein Date. Was? Oh Gott. Dating starts! Sorry. Ich zieh mich immer noch an. Okay, dann lass jetzt... Wie sehe ich aus? Mein Freund hat mir geholfen, das auszusuchen. Er hat einen guten Sinn für... nebenbei, lass uns das Ding tun. Du siehst wundervoll aus. Dating start! Hey, warte. Also, ehrlich gesagt, können wir das Date noch nicht starten. Dating stop? Ich habe ein paar Items, dass ich holen kann, um die Affection Statistics zu risen zuerst. Ah, okay. Wir sind ja also beim Dating-Simulator. Das wird
die Chance von einem erfolgreichen Date erhöhen. Richtig? Nebenbei, keine Sorge, ich bin vorbereitet. Ich hab die ganzen Geschenke gelagert für den Fall, dass ich bei einem Date Lisen hier mitmache. Zuerst hab ich einen Metallarmorpolierer. Was? Wofür brauchen wir es? Vielleicht kannst du es nicht nutzen. Denke ich auch. Aber ich hab auch ein bisschen wasserfeste Creme für deine Schuppen. Ich sehe keine Schuppen. Vielleicht auf meinem Kopf, aber sonst. Deine Schuppen. Aber Anti-Schuppencreme kann ich gebrauchen. Nun darüber. Und ich habe ein magisches Sperr-Reparierungskit, das ich. Ach so, wir reden über Andein. Hey, lass uns diese Items vergessen. Lass uns einfach nur das Date beginnen. Dating start! Yeah, los geht's mit dem Daten. Und wie war dein Tag heute? Tust du mögen Anime? Ja! Auf jeden Fall! Hey, ich auch! Guckst du auch One Piece? Hey, lass uns irgendwo hingehen. Beantworte erst eine Frage. Aber wo ist ein guter Ort, wo wir hingehen können? Ignoriere mich nicht! Ich hab's verstanden. Lass uns zu der Müllhalde gehen. Hier sind wir. Das ist, wo Andein und ich die ganze Zeit hinkommen. Sehr schön. Und guckst du jetzt, One Piece? Wir finden hier eine Menge schönes Zeug. Sie ist sehr, Okay, ich verstehe schon. Oh, no! Da hinten ist sie. Ich kann sie nicht sehen lassen, wie ich mit ihr auf dem Date bin. Warum? Weil, Nun! Nein, da kommt sie! Okay. Hey! Hier bist du also! Ich, hab realisiert, dass das Ding, das du ihr liefern sollst, es könnte eine schlechte Idee sein. Ich verstehe schon. Also werde ich das machen! Gib es mir her! Hä? Du hast es nicht? Ja! Hast du sie wenigstens gesehen? Jo. Ja! Also ist sie irgendwo hier. Danke! Ich werde mal nachgucken. Oh, Andein, du bist blind. Oh mein Gott! Also nun, ich denke, es war auffällig, oder? Ich mag sie wirklich. Ich meine, mehr als ich andere Leute mag. Es tut mir leid. Ich hab einfach nur herausgefunden. Weißt du, es wäre spaßig und vielleicht sogar süß, so zu tun, als wäre es auf ein Date. Damit du dich besser fühlst. Nun, es hört sich sogar schlechter an, wenn ich es auf diese Weise sage. Es tut mir leid, ich habe sie da versaut. Andein ist die Person, die ich wirklich daten möchte. Wir wissen jetzt auch, dass Andein dich daten will, also von daher. Ich meine, sie ist weit aus meiner Liga. Nicht, dass du es nicht bist, aber Andein, sie ist so selbstbewusst und stark und witzig. Und sie brennt gern Häuser ab. Und ich bin einfach nur ein Niemand. Ein Freak. Ich bin der königliche Wissenschaftler, aber... Ja, und irgendwann fällst du in deine eigene Maschine, stirbst und splitterst dich durch Raum und Zeit. Und dann kommen die Elfes-Follower und erzählen Geschichten über dich. Alles, was ich jemals getan habe, ist es Leuten weh zu tun. Aha. Schon mal das Erste, was einen Gäster ausmacht. Glaube ich, wir wissen ja nicht sehr viel über ihn. Ich habe ihr so viele Lügen erzählt. Sie denkt, ich bin... Sie denkt, ich bin viel cooler, als ich wirklich bin. Wenn sie an mich rangeht, wird die Wahrheit über mich herausfinden. Was soll ich tun? Sag ihr doch einfach die Wahrheit. Du hast eh nicht so viel zu verlieren, du Loser! Die Wahrheit? Aber wenn ich ihr das sage, wird sie mich hassen. Ist auch richtig so. Ist das nicht so besser, um ein Leben zu leben, um eine Lüge zu leben, wo beide Leute glücklich sind? Oder in der Wahrheit, wo niemand von uns ist? Sie sagen, sei du selbst, aber um ehrlich zu sein, mag ich mich selber nicht. Ja, da muss doch einfach wieder, wie ist der von Naruto nochmal, dort der Sidekick von Orochimaru, was mit K, ich hab den Namen vergessen. Ja, gib doch einfach ein paar Schlangenschuppen und bau dir ein paar Kulaxes Wasser an deinen Körper dran. Das macht wahre Leute aus, das macht aus Personen das, was sie sind. Ich
bin lieber das, was Leute mögen. Nein, du bist richtig. Ich habe jeden Tag Angst. Angst, was passiert, wenn Leute die Wahrheit selbst herausfinden. Sie werden sich alle an mir wehtun. Ja, wenn du so einen spitzen Kopf hast, also würde ich berühren, ich würde mir auch wehtun. Aber wie kann ich anderen die Wahrheit sagen? Ich hab nicht das Selbstvertrauen. Ich werde es wieder versauen. Wie kann ich es üben? Ja, lass uns doch natürlich ein Roleplay machen. Roleplay? Das ist eigentlich ein... Das hört sich ehrlich gesagt sehr spaßig an. Okay, wer von uns wird anderen sein? Was, das ist natürlich eine Frage. Du musst üben, wie du mit anderen redest. Das heißt, du musst anderen sein. Ich bin du, okay? So übst du es am besten. Ich? Andein? Was ist los? Machst du das jetzt? Okay. Ich sage, was ich denke, dass sie sagt, und du, solltest zeigen, was ich tun soll. Ja, hey, Alphys, du siehst halt süß aus. Was ich oft sage, aber nur platonisch, weil ich dich niemals mögen würde. Yo, du bist heiß. Was, Alphys? Was ist los mit dir, Hotz? Was wagst du mich so zu nennen? Zuerst bin ich ein Babyritter. Captain der... Wie ist... Ach du Schande. Respektier mich, oder ich werde dich Schaida machen. Nun tue ich so, als würde ich ein... als würde ich einen Felsen ohne Grund zerstören. Nebenbei. Was solltest du sagen, Alphys? Ich trink kurz was. So. Was? Ich würde, Was? Ich würde niemals... Alphys, was tust du? Ich sage, geh weg von mir! Du solltest ich dich... Ja! Aber du bist so gut davon, weil... du so viel gelernt hast von diesen Dating-Videospielen. Ich kann nichts anderes tun, als dich zurückzuküssen. Ja! Ja! Ich bin anderen und ich küsse dich! Was hast du gerade gesagt? Anderen, ich war einfach nur... Hey, warte eine Sekunde. Dein Outfit ist wirklich süß. Was ist denn damit? Warte eine Sekunde. Seid ihr beiden auf einem Date? Ja, ich meine, nein, ich meine, wir sind, aber ich meine, ehrlich gesagt, machen wir nur noch ein romantisches Roleplay, wo ich du bin. Was? Ich meine, nein, ich hab dich angelogen. Was? Wie meinst du das? Nun, jedenfalls, alles. Ich hab dir gesagt, dass, aber ich wollte dir einfach nur Eis geben. Und diese Menschen, sie sind unterwegs. Die sind nicht reell. Und dieses Mal, wo ich gesagt habe, dass ich beschäftigt war, habe ich einfach nur weibliche Eier. Alphys. Ich wollte dich einfach nur beeindrucken. Ich wollte einfach nur, dass du denkst, ich wäre intelligent und cool, da ich kein nerdiger Loser bin. Alphys. Andein, ich... Ich denke, du bist... Okay. Alphys. Fuck. Alphys, ich denke du auch, dass du gut bist. Vermute ich. Aber du musst wirklich realisieren, dass das meiste, was du gesagt hast, mich nicht wirklich interessiert. Mich interessiert es nicht, ob du Cartoons guckst oder History Books liest. Für mich, alles davon ist nerdiger Scheiß. Was ich wirklich an dich mag, ist, dass du leidenschaftlich bist. Du bist analysierend. Das Undyne-Theme-Hintergrund ist einfach so unfitting. Das ist brutal. Da gibt es kein anderes Wort mehr für. Ah ja, und genial. Es ist uninteressant, wofür du dich interessierst. 100% auf Maximum Energie. Also. Boah. du musst mich nicht anlügen.
Ich möchte nicht, dass du mich hier wieder anlegst, Alphys. Ich möchte, dass du damit glücklich wirst, wer du bist. Und ich weiß genau das Training, das du dafür brauchst. Ich schade. Oh nein, du wirst mich trainieren. Pff, ich? Wie er da hinten aufgetaucht ist, der Moment ist so genial. Nee, ich werde dafür sorgen, dass Papyrus es macht. Bringen wir diese Knochen zum Wackeln. Es ist Zeit zum Joggen. 100 Runden. Wir zeigen, wie gut, wie großartig wir sind. Bereit? Ich werde den Timer starten. Nein, ich werde mein Bestes tun. Oh Gott, die Elfe, es tut mir leid. Ich muss gerade was trinken. Das Lied hier. Oh mein Gott! Sie hat nur einen Scherz gemacht, oder? Was? Nee, wir haben nicht so getan, als wäre sie du. Diese Cartoons, diese Comics. Ach, darum geht's. Sind trotzdem real, oder? Anime ist real, oder? Anime ist real. Luffy, Naruto, Ichigo, sie sind alle real. Sie sind alle real. Alle. Ich wusste es. Gigantische Schwerter, magische Prinzessinnen. Hier komme ich. Oh yeah, stürzen wir uns in die Welt der Animes. Danke, dass du auf Elvis aufgepasst hast. Ich habe nicht verstanden, was ich sagen wollte, aber die Dinge sehen so aus, als würden sie besser für sie werden. Gut, ich werde sie mal aufholen. Later! Habt ihr's gehört, Leute? Anime ist real. Ich hab's gewusst. Ich hab's schon immer gewusst. Sie haben mich alle für verrückt gehalten. Alle! Alle! Und nun wissen wir es. Anime ist real. Anime ist real, Leute. Na gut, gehen wir mal weiter. Ring. Howdy. Oh Gott. Halt die Fresse, Papyrus. Wenn das nicht mein guter Freund ist, welcher mit traut? Hier ist Papyrus. Du bist auch ein guter Freund. Alphys und ich haben unser Training früher beendet. Sehr früh. Lag es an dir oder an ihr? Ich hab sie nach Hause gesendet. Sehr nach Hause. Okay, sie war kaputt. Nun. Ich fühle mich extrem stark für keinen bestimmten Grund. Okay, du hast den Kontrast zwischen dir und ihr gemerkt. Du solltest auch gehen dorthin, zu ihr Laboratorium, Haus. Ich habe nur gute Gefühle da drin. Ciao. Okay, meine Vermutung übrigens zu dem Anruf ist, dass es nicht Papyrus war, sondern der Flowey, der uns angerufen hat. Man hat auch gesehen, dass der Flowey gerne beim Papyrus ist. Mehr dazu sehen wir noch am Ende des Genocide Runs. Und ich denke mal, dass es Flowey war, der durch Papyrus Telefon gesprochen hatte. Vermute ich mal. So, das ist meine Vermutung. Das ist einfach nur eine Theory, mehr nicht. So. Deshalb nicht tothaten, wenn das jetzt absolut dumm und irrelevant und überhaupt nicht der Wahrheit entsprechend war. So, dann gehen wir mal zu nach Hause und dann beenden wir dort die Folge, weil dort gibt es noch einen interessanten Cliffhanger. Bitte zum Hotland und bitte gib uns jetzt endlich die Nachricht. Bitte. Komm. Wir wissen, dass du uns die Nachricht gibst. Wir wissen es. Wir wissen es. Tralala. Warum singst du nicht mit mir? Tralala. Zufrieden? Nee? Okay, schade. Boah, deine Stimme sorgt für Halsschmerzen. Die ist sehr schlimmer als die vom Sans. So. Wir sind im Lab. Bam, 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 bam. Es ist ein Videofeed von deinem Ort. Oh. Oh, das öffnet sich plötzlich. Das ist eine Notiz von Elphys. Lesen? Nö. Okay, schade, ich hatte gehofft, da kommt jetzt irgendein moralisch uns tötender Monolog oder sowas. Es ist schwer zu lesen, weil wegen der Sauklaue, aber du tust dein Bestes. Hey,
Danke für deine Hilfe vorhin. Ihr Leute, eure Unterstützung bedeutet mir eine Menge. Aber so schwer ist es zu sagen. Ihr Leute, alleine könnt nicht magisch meine Probleme weggehen lassen. Ich möchte eine bessere Person sein. Ich möchte nicht weiter Angst haben. Und damit das passiert, muss ich meine eigenen Fehler konfrontieren können. Ich werde damit starten. Jetzt! Ich möchte das klar sein lassen. Das ist nicht das Problem von irgendjemand anderem außer mir. Aber wenn du niemals wieder von mir hörst, wenn du die Wahrheit wissen willst, geh durch die Tür im Norden dieser Notiz. Das ist das Mindeste, was ihr verdienst. Das Mindeste, was ihr verdienst, ist, dass du weißt, was ich getan habe. Das ist alles, was sie geschrieben hat. Und jetzt, Leute, kommt eines der traurigsten Geschichten von Undertale. Ich würde es auf Platz 3 stellen. Ja, Platz 3 wäre passend. Warnung! Warnung! Der Aufzug verliert an Energie. M-Tether, Stabilität verloren. Altitude, fällt. Boom. Yeah, das waren die Sounds, das waren die Soundeffekte. Das war Action, Glamour, Bloodshed. Das ist die Show. Metaton, wo bist du? So, wir sind im wahren Laboratorium. Bling. Eintrag Nummer 1. Das ist es. Zeit zu tun, was der König mich dafür gefragt hat zu tun. Ich werde eine Energie kreieren, die uns alle befreit. Ich werde die Kraft entfesseln von der Seele. Oh. Eintrag Nummer 2. Die Barriere ist versiegelt mit Seelenenergie. Unglücklicherweise kann diese Energie nicht künstlich notiert werden. Seelenenergie kann einfach nur das genommen werden, was einst gelebt hat. Also, um mehr zu kreieren, müssen wir das nehmen, was wir momentan haben. Die Seele von Monstern. Hier beginnt schon grausam zu werden. Entweder muss sie jetzt sterbende Monster nehmen und deren Seelen nehmen, was ja nicht geht. Oder sie muss also Monster töten, um die Seele zu nehmen, kann das immer noch nicht tun. Eintrag Nummer 3. Aber die Seele von einem lebenden Monster zu extrahieren, würde unglaubliche Power nehmen. Ach nee, stimmt. Wenn sie die von einem Monster extrahieren und dann direkt aufnehmen, das geht ja genau. Nebenbei, es wäre unpraktisch. Sowas zu tun, würde direkt den Besitzer der Seele zerstören. Aha. Und im Gegensatz zu den persistenten Seelen der Menschen sind Seelen der Okay. Also doch nicht. Also das heißt, wenn man die Seele eines Monsters nimmt, um sie zu behalten, stirbt daran der Host, also der Besitzerseele. Und wenn der Besitzerseele stirbt, stirbt die Seele gleich mit. So. Wenn ich nur eine Monsterseele haltbar machen könnte. Konservendosen? Schon mal was von Can Your Food gehört? Eintrag Nummer 5. Ich hab's getan. Ich hab die Blaupausen genommen, welche, sie von den menschlichen Seelen extrahiert. Ich glaube, das ist es, was den Seelen die Stärke gibt, nach dem Tod zu existieren. Was dafür sorgt, dass sie leben. Die Möglichkeit, das Schicksal zu ändern. Nennen wir diese Energie Entschlossenheit. Und hier kommt es jetzt schon zu dem ganzen Zeug hier, worum es geht. Oh yeah. So, und ich denke mal, das wären... Boah, die Musik. Also, das wäre ein guter Cliffhanger. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.